Und damit, ja, einen wunderschönen guten Abend, Sonja. Ja, du erzählst uns ein bisschen, ja, was dieses Barcamp genau ist. Und kannst du mal ein bisschen was erzählen? Also ein Barcamp grundsätzlich ist so ein sehr offenes Format. Also das ist gerade das Gegenteil von einer Konferenz, wo alles genau durchgeplant ist. Und deswegen, ich habe oft das Barcamp so ein bisschen in Klammern geschrieben. Wir sind gerade in diesem Jahr mit Corona ein bisschen geplanter, als wir es sonst machen. Sonst ist es wirklich ein sehr, sehr offenes Format. Und genau, es war ja jahrelang immer das YouTube-Barcamp und es sind aber mittlerweile so viele Creator mit dazu gekommen, die auch TikTok machen, die Instagram machen, die Twitch machen. Und von daher sind wir jetzt zum Creators-Barcamp geworden, um halt eben auch alle oder allen gerecht zu werden, die auch auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen unterwegs sind. Genau, und ja, jetzt mit Corona müssen wir halt, können wir nicht einfach wie sonst das Parabol, das Medienzentrum Parabol aufmachen und allen 60 Leuten sagen oder 70, kommt doch rein. Und genau, deswegen läuft das dieses Jahr ein bisschen anders. Und ist echt cool, dass es diese Plattform hier gibt, finde ich. Und ich bin mal gespannt, wie das dann hier aussieht, wenn hier die kleinen, ja, 50 oder 60 Leute. Bisher müssten wir 50 Leute sein, wenn ich so auf die Teilnehmerliste gucke, wenn dann hier diese kleinen Avatare hier alle rumlaufen. Und genau, wie beim normalen Barcamp versuchen wir uns hier alle zu vernetzen am Samstag online. Dafür stehen schon die Tische bereit. Die Aufgaben an den Tischen, die sind noch nicht so richtig fertig. Also ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Da liegen noch Sachen rum, die noch von anderen Events sind und so. Da wird sich hier vernetzt. Es gibt eine Runde Speed-Dating an den Tischen. Und dann werden sich an den Tischen eben auch Teams finden, die dann am Sonntag gemeinsam produzieren wollen. Und genau, gemeinsam produzieren kann man dann entweder online oder auch vor Ort im Medienzentrum Parabol, in der Luise oder im Haus des Spiels. Also da haben wir dieses Jahr quasi drei Locations. Am Samstag müssen die Teams sich dann bei uns einchecken. Also das heißt, die Teams müssen sich melden und sagen, hey, wir sind jetzt ein Team, wir haben die und die Idee. Genau, bekommen dann von uns einen Ort zugeordnet, damit eben nicht alle Leute, also damit wir es ein bisschen kontrollieren können. Und dann treffen wir uns am Sonntag, wenn die Sachen produziert worden sind, am Sonntag eben auch online wieder und ja, machen zum Abschluss, zeigen wir uns alle Produktionen, die so entstanden sind. Trotzdem bleiben wir auch noch so ein bisschen, es gibt zwar dieses Jahr so ein bisschen fest den Aufruf, gemeinsam zu produzieren, wobei das immer automatisch in jedem Barcamp entstanden ist, aber genau, dieses Jahr rufen wir fest zum Produzieren auf, aber natürlich, wir wollen auch noch Barcamp-Format sein und auch noch offen sein. Das heißt, wer jetzt sagt, hey, ich finde mich in der Produktion nicht wieder, ich will lieber weiter auf der Plattform irgendwie, also ich will lieber mit anderen Leuten einfach nur im Austausch sein und nichts produzieren, ist das natürlich auch okay. Aber so, genau, Benny stellt ja auch sein Equipment zur Verfügung. Also wir haben auch ein Parabol-Equipment, was wir rausleihen können fürs Barcamp. Und der Benny hat auch noch Equipment, was er allen zur Verfügung stellt. Das ist total lieb. Der Plattform, ein Entwickler von Gather, zuhört. Es wäre richtig cool, hier noch so einen Kampfmodus zu haben, dass man sich abschießen kann. Ach, das war mal so ein Test von mir, was alles mit Gather funktioniert. Wenn du dir ein zweites Telefon suchst, das sind quasi Private Spaces. Hier auf Gather gibt es ja Private Spaces. Das heißt, wir können uns auch schon mal hier auf diese drei Hocker setzen. Genau, das heißt, man sieht, hier können nur drei Leute quatschen. Wer außerhalb von diesem hellen Feld, das jetzt hier aufploppt, steht, der hört nicht, was wir reden. Und genauso ist das mit den Telefonhörern. Das ist halt ein Private Space und die Telefonhörer sind alle miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen blauen Telefonhörer suche und du suchst dir einen blauen Telefonhörer, können wir wieder miteinander quatschen. Das war so eine kleine Spielerei, die ich hier mal ausprobiert habe. Informationen gehabt, wo man sehen konnte, wer ist Ansprechpartner aus dem Team, welche Telefonnummer kann man anrufen, wenn man technische Probleme hat oder so. Ja, das wäre eine gute Idee, das kann ich noch machen. So nachgebaut, die Leute, die schon öfter auf dem Barcamp waren, die
erkennen es bestimmt wieder. Ich habe es eigentlich genauso nachgebaut, auch mit diesen vielen gelben Hockern, wie es sonst immer ist. Wenn kein Corona ist und wenn wir hier das Haus aufmachen, dann ist das Parabol immer so dekoriert. So toll werden wir es jetzt vor Ort, offline nicht dekorieren. Das wäre viel zu viel Aufwand, das jetzt hier digital zu dekorieren und auch noch vor Ort. Vor Ort bleibt das Parabol dieses Jahr einfach so, wie es ist. Und genau, man kann trotzdem Greenscreens aufbauen und produzieren. Und genau. Sonst müsste ich noch 2 Wochen arbeiten. Online hier in einer schönen Deko und dann geht's halt einfach in die normalen Räumlichkeiten und dann muss man das, was man braucht, weil weiß man ja auch gar nicht, vielleicht braucht man gar kein Greenscreen. Scharrerstraße 15, genau, das ist die Luise. Und das Haus des Spiels ist in der Innenstadt, das ist das Pellerhaus. Das ist genau beim Johannes-Schacher-Gymnasium, kurz vor der Burg. Einen kostenlosen Corona-Test zur Verfügung. Natürlich darf man auch vorher sich irgendwo anders testen lassen und dann eine Bescheinigung mitbringen. Ansonsten einfach vor Ort. Das ist einfach ein bisschen safer, dann, weil beim Produzieren ist es nicht immer so möglich, den Abstand zu halten. Und dann, genau, vor der Kamera will man auch nicht immer die Maske aufhaben und so. Und dann werden wir auf jeden Fall, wenn sich alle testen und genau. Und die Maske ist halt in den Innenräumen, in den Einrichtungen, muss man die Maske halt innen drin noch aufhaben, aber es gibt genug Außenbereiche. Also sieht man hier auch, das, was wir jetzt hier sehen, wo wir rumlaufen, ist das Medienzentrum Parabol und wir haben einen großen Garten und auch hier große Fenster, die man aufmachen kann. Ja, danke dir auch, Benni. Genau. Ich genau, verabschiede mich dann jetzt und schicke noch meine E-Mail raus und dann mache ich auch Schluss für heute. Und